Hallo und herzlich willkommen zurück zu Amnesia The Dark Descent. Wie immer, wir seht ihr und mich wieder. Hallo, ich kann kein Deutsch. Und wir sind stehen geblieben bei House of Creep. Beim letzten Mal bei House of Creep 2. Und jetzt sind wir bei der Nummer 3. Und das wäre dann dort. House of Creep 3. Escape again, but now I made it more harder and scarier. Okay, das hört sich doch schon mal gut an, denn, ups, hier erstmal die Stoppuhr stellen, natürlich, ich bin wieder unvorbereitet wie, wie sonst was, ihr kennt das ja von mir. Dum, dum, dum. So, dann lade, lade, lade auch, loading, denn ich mag es ja eh ein wenig gruseliger, beim letzten Mal fand ich es ja nicht ganz so gruselig, obwohl das schon schwieriger war auf jeden Fall. Oh, geil, Öl. Oh, geil. Large-Öl. Oh, geil. Vernunft. Laudanum, meine Kinder. Laudanum. Und ein Säckchen Gold. Was wir erstmal anbrennen. Ja, erstmal ein bisschen zündeln. Und ein paar Zunderbüchsen. Sehr schön. So, der Stuhl kann auch weg. Ein Lämpchen. So, hallo. Now there are more ways to stop you. Good luck. Mehr Wege, mich zu stoppen. Das soll mir schon Angst machen. Guten Abend. Ja, Hauptsache, die fliegen mir erstmal in den Rücken, ne? Gut. Heilige Scheiße! Ich wollte sie nicht stören beim Schlafen. Das tut mir leid. So. Hier ist doch gar keiner. Säckchen. Ich muss ja irgendwo... Na, was ist da denn? Da ist Wasser. Oder auch Bier. Hauptsache Bier. Der ist weg hier, Alter. Hopp, hopp. 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 Bumm. Hauptsache alles zerstören. Na. Gut, hier ist anscheinend nichts versteckt. Oh, was ist das? Was ist das? Genital! Ach, das ist gerade zugefallen. Oha, 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 oha. Das muss man natürlich auch erstmal wissen. So, scarier ist es auf jeden Fall schon mal. Darf ich jetzt auf jeden Fall schon mal sagen? Buch. Pff, wer liest heutzutage schon Bücher? Hammer! Ich glaube, ich mache lieber mal die Tür hier zu. Ja, welche Tür? Hm. Guten Abend. Was? Moment. Ja, da ist der Griff, so öffnet sich die Tür. Das macht Sinn. Oh Gott. Renn und daneben. Ja, jetzt hängt ihr auch noch in der Gruppe zusammen ab. Ja, ist cool. Mach mal weiter so, ne? Das kannst du gerne weiter so machen. Pum, mach kaputt. So, erstmal richtig hinsetzen hier auf meinem Massageball. Welches gar kein Eingang. Massageball ist es auf jeden Fall nicht. Bibliothek. The key is in his heart. Moment. Wir müssen gleich so einen Typen umbringen? Muss ich das vielleicht vorher erhitzen? Na gut. Wäre jetzt das Einzige, was mir jetzt so eingefallen wäre, was vielleicht irgendwie Sinn gemacht hätte. Hauptsache erstmal Tinte wegschmeißen. Tinte ist voll blöd.
So, da geht's schon raus? Nee. Wäre irgendwie ein bisschen billig, wenn es da jetzt schon rausgehen würde. Komm raus, komm raus. Ich habe das Monster erweckt. So sieht das aus. So. For cutting and skinning. Kann natürlich sein, dass ich ihn auch erst mit dem Hammer erlegen muss. Kann auch sein, dass ich irgendwas gegen... Na toll! Ja gut. Ist der dann jetzt hier noch irgendwo drin? Hallo? Nee. Ja toll, das war jetzt ja... Ups, nee, den. Das war jetzt ja blöd! War nur eine Illusion! Naja gut. Kann man nichts machen, dann war es eben eine Illusion. Und was damit? Oh! Toll. Komm, flieg mir ins Gesicht! Doch nicht so! Dass ihr immer alles ernst nehmen müsst, was ich sage. Oh, fuck, man! Aber Leute! Yippie! Mann, ist das geil! Da erschreckt man sich ja gar nicht! Ernsthaft? Ratten? Achso, ich dachte schon, das wäre eine Ratte. Hoppala! Hauptsache! Hauptsache! Stimmt, wie geht's eigentlich hier? All is good, crystal clear. Dann ist ja alles super. Ja, dann kann es ja weitergehen. Ne? Haben wir ja keine Probleme. So, wir sollten immer schön Öl einwerfen, denn so im Dunkeln fühlt man sich nicht ganz so wohl. Ah, hier hätten wir auch noch einen Schlüssel. Ist cool, Kollege. Feuerstein. Halleluja, Gottes Willen! Okay. Jetzt lass mich los, du hängst du da. Ja, Hauptsache Freiraum da unten. Ja, geil. Ich hab... Sappalott nochmal! Ein Schrank, Schrank, Schrank. Hauptsache erstmal lesen. This apple is for Kedi. Kedi, das ist der, wenn ich mich recht erinnere, Thetward LP. Das ist auch ein sehr netter Kollege, der auch, wie heißt es, Custom Stories macht bei Amnesia. Der hat auch House of Creep gespielt. Ja, hier, ja, lecker Apfel. Und heute da, Disco. Disco, Apfel, Tingelingeling. Und alle Arzten singen. Ja. Das war jetzt ja nicht erschreckend. Irgendwas kann hier nicht stimmen. Es war nicht erschreckend. Oh mein Gott! Oh Gott. Halleluja! Oh Gott. Oh Gott! Okay, mein Herz muss sich erstmal dran gewöhnen, was hier gerade alles so abgeht. Halleluja, Gottes Willen! So viel Scheiße, die mir ins Gesicht fliegt. Boah.
Wetten, das Teil springt hoch, wenn ich da hingehe. Ah, der Schlüssel ist in seinem Herzen. Daran konnte ich mich doch noch erinnern. Hauptsache, jetzt geht das Öl aus, stimmt, gerade wo wir an so einer Stelle sind. Special people have some useful things in his body. Soll ich dich jetzt untersuchen? Nee, wahrscheinlich war das halt für den anderen gemeint. Och, ein Ärmchen. Dich nehme ich jetzt mit. Patsch. So. Hallo. Ja, ihr habt euch lieb. Ich habe ja schon so ein bisschen Angst, muss ich jetzt zugeben. Das macht das bei mir im Klassenraum auch immer. Es ist völlig normal. Keine Angst. Ja, Arsch. Und so. Muss ich den hier noch irgendwie aufmachen? Geht das? Nee, boom. Ah, geht sogar. Oder? Ah, cool. Dafür, dass ich keine Ahnung von Amnesie habe und nicht weiß, dass das eigentlich geht, komme ich hier gerade eigentlich gut durch, muss ich sagen. Yo! Genital! Hin. So. Wo geht's hier hin? Da geht's ra. Moment. Das kann's doch nicht alles gewesen sein. Uno momento. Erstmal lesen. I can live like this. I can't live like this. I'm kidnapping and killing people for nothing. I'm addicted. Addicted schreibt man sich anders. To do it. And the only way to end this is to kill myself. I'm sorry, Daniel. Take this key and enjoy your freedom. And I spoke about the secret of this house in House of Creep 2. The secret is this thing which are flying around and aren't real. A special potion is making that to a hallucination. Forgive me. End this now. Dum, 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 dum. Und in dieser traurigen Musik geht auch noch mein Öl zunichte. Dum. Dum, dum. Ja, meine Freunde. Und das wäre dann auch House of Creep 3. So wie es aussieht. Oder? Sieht so aus. Das wäre dann die Freiheit, die er uns geschenkt hat. Und ein sehr trauriges Ende, muss man ja sagen. Und hey, das war jetzt die Adventure Map, ja, Custom Story, die ich am schnellsten durchbekommen habe. Also, wie gesagt, ich kann nur sagen, danke fürs Zusehen. Brain. Ja, wir sehen uns in... Also, ich bin Brain. Hallo. Falls ihr es noch nicht wusstet, ich bin der Little Confused Brain. Na, ja, moin. Auf jeden Fall, wir sehen uns in House of Creep 4. Dann wieder. Und, ich würde sagen, Brain over and out. Ciao.